Oh, ich kann anmoderieren. Oh mein Gott, ich darf anmoderieren. Willkommen wieder zu Let's Play It Now. Wir spielen weiterhin Super Mario World 2, Yoshi's Island und sind jetzt bei der Welt 4 angelangt. Warum auch immer schon. Und es ist 15:15 und 51 Sekunden. Ja. Und ich habe ein Déjà-vu. Déjà-vu. Okay. Vom Anfang regeln wie Welt 3 und 2. Noch eine Regel zu. Das haben wir zur letzten Welt auch schon so gemacht, aber wenn einer im Ziel ist, beim letzten Schloss, dann darf der andere so viele Safe States benutzen, wie er will. Okay. Es geht los in 3, 2, Neun, 1, eins, jetzt. Gründung. Yay. Ja, wir haben eben schon kurz Koopa gespielt, Online. aber mussten dann nochmal von vorne anfangen. Also von daher. Macht aber nichts. Koopa, Koopa Kommando, Yay, ich Koopa bin besser als Komplett. eben. Normalerweise habe ich mir mein Schutzschild kaputt gemacht. Fuck, ich Und wieder ein neues Schutzschild. Ich überhole mein Schutzschild. Ich will die ganze Zeit Baby Mario. Ich albere hier ein bisschen mit dem Panzer rum. Bist du schon bei den Doppel-Piranha-Fans? Achso, ja, dann. Nein, kannst du ja gar nicht. Nein! Ich bin in einen Bonus reingegangen! Dann geht Aus er wieder Versehen. raus. Komm ich nicht. Das Tolle ist, jemand hat mein Baby geklaut. Verdammt, ich will hier wieder raus. Nein! Nein! Ich komme hier nicht wieder raus! Noch einer von der Sorte. Hier sind die ganzen, die dann fies stehen wollen. Die ganzen fiesen Gegner. Ich bin tot. Lebt noch, ich bin gleich bei Midwaypoint. Sternkreis, Entschuldigung, Alter. Game over? Okay. Interessant. Was ist Game over? Oh, scheiße, ich hatte ja nur noch ein Leben. Ich erinnere mich. Nicht so toll. Ich muss hier jetzt speedrunnen. Wie mache ich das denn? Egal. Nein, ich wurde gerade vom Fuzzy erwischt. Tot? Ja, ins Loch reingestoßen von dem Shy Guy. Von dem Shy Guy? Ja, der in der Luft rumschwebt, der mit dem Leben. Tja, Ironie. Schon wieder? Ich drücke überhaupt nicht nach unten. Ich mag die Röhre nicht. Ich bin verrückt, hab jetzt viel gefressen. Ich bin jetzt wieder draußen, hoffe ich doch mal. Nein! Dachte ich auch gerade so. Hoffentlich ist es eine Abkürzung, bitte. Mal wieder beim Sternkreis, bin schon wieder gestorben. Und soll diesmal wegen dem Scheiß besoffen sein. Ja, es ist eine. Was? Ich glaube, ich habe den Teil mit dem Sternkreis übersprungen. Und doch nicht. Aber es ist eine kleine Abkürzung, immerhin. Naja, es ist. Aber leider verbraucht der Bereich so viel Zeit, dass es vielleicht auch keine Abkürzung ist. Ich weiß es nicht. Münzen. Ich habe nur noch 7 Sekunden. Scheiße. Ah ja, hier ist der kleine Scrolling-Glitch, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und zwar diesmal ein bisschen extremer. Natürlich. Wir können das ja auch. Wer, dem das zu extrem ist, der soll jetzt lieber nicht hingucken. Ja, besonders noch, wenn dieser besoffene Effekt ist. Ich glaube, bei Wampe könnt ihr hingucken, da, ist das nicht ganz so intensiv. Ja, weil bei mir ist okay, natürlich. Ich habe gerade 2 Leben bekommen und ich bin an der Fuzzy-Stelle vorbei. Du auch? Ich fast. Wow, da habe ich aber viel Zeit gut gemacht, du. Ja. So, und hier mussten wir eben die Aufnahme beenden, als ihr seht, so viel habt ihr gar nicht verpasst. Ja. Was war das hier für ein Scroll-Effekt? Interessant. Komm her, Stern, komm her, Stern. Wir dürfen hier mit Super Mario rennen. Ach, komm her runter, komm runter, du schöner Stern. Na, endlich. Und der fällt noch so langsam runter. Ja, und hier darf man nicht mal mehr rennen, das ist ja fies. Mal hier wieder, oder? Ja, wir können wieder an Wänden rennen, wir sind Mario. Keine Zeit verlieren. Ziel. Aber leider bin ich noch Super Mario, deswegen kann ich nicht durchs Ziel hüpfen. So, ich habe eine Blume eingesammelt. Hier zwei. Die wird auch noch gleich eine aufgezwungen, oder? Hast du die schon hinter dir? Ja, ich hab dich schon. So, ich bin Kein im Ziel drin. Bonus. Ich hab Yoshis Gen in Italien versteckt. Fuck, Bonusspiel. Boah, wow, das erste Mal, dass das Bohnenspiel hier daherhängt. Also,
Hast du auch Wurmspiel oder was? Nein, du hast ja nur eins, das meine ich ja. Du hängst wie Zwickenwurmspiel hinterher. So, ohne Kommentare weiter, ich muss noch eine Pizza noch essen. Hm, lecker. Niagara-Höhle. Na toll. Bonus spielen. Ich krieg bestimmt ein Item. Ja, Item gekriegt. Freu dich doch. Kann ich dir helfen? Eine Fragezeichenwolke. Ich will Eier haben. Du kannst mit aber Gegnern in Fragezeichenwolken verwandeln. Das ist auch nett. Bringt dir eine Zusatz. Oh, ich will Leben. Ich will Leben. Ich will Leben. Ich will Leben. Doch nicht. Ich will anscheinend doch kein Leben. Okay. Tschüss, Pflanze. Hä? Ich habe gerade einen Cloning-Glitch gemacht, glaube ich. Ich habe einen Cooper-Panzer gegessen und gleichzeitig ist ein Abgrund gerast. Ist das nicht nett? Ja, kann mal passieren. Oh, ich dachte gerade, ich kann ihn nicht mehr ausspucken. Dummerweise. Eben ist der Cooper-Panzer, den ich gegessen habe, den geklonten, der ist durch mich durchgeflogen und hat mich nicht verletzt. Also ich glaube, ich habe ein bisschen kaputt gemacht. Da oben ist ein Pau, der ist in Game of Thrones entfernt worden. Aber trotzdem ist noch der Sprungbrett da, deswegen gibt es keinen Sinn. Bonusbereich. Wollen wir nicht nehmen, aber wir können ja auslösen. Ja, du bist jetzt. Mich hat eine Piranha-Pflanze gegessen. Ich nicht, mich nicht. Ich bin da vorhin reingesprungen fast. Aber hab sie noch zum Glück mit dem Ei beschossen. Areal 2. Oder 3. Oh, hier gibt's Leben. Ne. Ne, hier gibt's eine nicht aufgezwungene Blume, die ich gekriegt habe. Nee, ich bin gestorben. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Ich weiß es nicht. Ich habe geflattert und nichts passiert. Bin fertig mit dem Level. Toll. Toll, ich habe damit meinen Untergang besiedelt. Punkt. Das geht in die Geschichte ein als dämlichster Tod, der jemals geschehen ist. In einem Duell. Natürlich. Und ohne Tass. Tass-Tode? Ja, kann man auch machen. Bei manchen Spielen ist es sogar so erforderlich, zu sterben. 3, 2, 1, hopp! Ja, bei dem hier aber nicht. 3, 2, 1, hepp wäre viel cooler. Hepp! Könntest du mal sterben? Bitte. Ich versuch's gerade. Wirklich? Ich mach grad Stampf... Oh, fuck! Ich hab's geschafft zu sterben. Ich wollte eine Stampfattacke auf den Ballon machen. Die Zunge bei mir sieht ein bisschen seltsam aus, nicht? Ach, egal. Oh, Stampfattacken auf diese Ballons. Warum auch immer. So, Zielbereich hoffe ich doch mal. Warum wechselt mein Hintergrundbild nicht mehr? Normalerweise habe ich einen Dia-Show an, aber irgendwie will die gar nicht funktionieren. Ich habe Angst vor Horrorblumen, die tun mir doch weh. Mit Waypoint. Was kommt denn jetzt noch alles? Haufenweise. Aber nichts. Ist das hier nicht nur ein Bonus? Ja. Einfach nur durch. Nein! Ich will das Ziel. Ziel. Ach, scheiße, ich muss mich töten. Wieso? Ich bin runtergefallen. In ein Loch, wo man nicht mehr wieder rauskommt. Wie willst du dich jetzt töten? Stampfattacke nach unten. Ah. Ins Loch. Ja, ba da ba da ba, ja ba 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 ba. Hallo, ja, einen Ballon brauche ich da hinten natürlich. Das ist ein sehr, sehr, sehr logisch. Oh, das Level? Ja, mit Ballons. Ist da nicht auch dieser Warping-Glitch? Ja, gibt's überall. Natürlich. Yoshi guckt schon wieder so bei mir. Ich warte auf Ballons. Ich habe mir ja eine Falle gebaut und jetzt ist unter mir keine Hilfe mehr. Toll. Ich habe alles kaputt gemacht. Oder? Gib mir einen Ballon. Danke. Oh Gott. Ich renn durch. Ich werde dieses Level schaffen ohne Probleme. Soll ich mir jetzt bei der grünen Pflanze, die ihre Farbe wechselt, wenn man sie beschießt? Wie viel gibt's da von diesem Level? 1, 2, 3. Ey, das ist 2. Oh,
Dann bin ich aber schon ziemlich dicht an dir dran, du. Boah, ich habe keine Eier mehr. Dito, ich muss hier einen Scooper nehmen zum Springen. Ich töte es. Ich bin jetzt bei der zweiten. Ich bin jetzt beim roten Schalter. Ebenfalls, aber leider musste ich wieder zurück. Nein, ein rosa Viech. Hoffentlich zieht das nicht mein Baby nach oben. Komm, hier verliere ich zur Zeit, aber ich komme da eh nicht anders lang. Nur die also muss man jetzt, hier wird man einen gezwungen, einen Gegner zu killen. Besonders dann, wenn man daneben zieht, ist das natürlich schon ziemlich doof. So, nächster Bereich. Bitte komm mit Waypoint, ja. Könnte mal die hastige Steuerung anmachen, mittlerweile. Die ist ein bisschen schneller. Ja, natürlich, deswegen habe ich sie auch an schon. Aber die ist auch ein bisschen ungenauer. Und ich weiß nicht, ich treffe mit der immer. Ich hätte gezwungen, einen Gegner zu nehmen. Ach, egal, ich mache die Abkürzung die jetzt mal. Ich sagte, ich mache die Skill-Variante. Auch Skill-Variante. Du willst mir meine Skill-Variante kaputt machen? Vergiss es. Ich fliege gerade auf etwas Rotem. Ich verliere wieder richtig viel Zeit. Und jetzt stirbst du, du blöde Pflanze. Nächster Bereich. Und ich habe ein Leben gekriegt. Ich bin sehr erfolgreich mit Leben. Das stimmt. Mit Waypoint. Ich meine, so oft bin ich doch gar nicht gestorben. Du bist, glaube ich, öfter gestorben als ich, hast trotzdem mehr Leben. Nein. Ich muss ganz nochmal machen. Du bist wieder zurück zum ersten Midway-Point. Ich habe auch ein Leben. Was? Ah, cool. Wenn man den Ballon isst, kommt ein rotes Ei und daraus kommt ein Leben. Oh, ist ja nett. Toll, ich hätte gerade das Level schaffen können mit einer Abkürzung. Jetzt muss ich den normalen Weg nehmen. Naja, Level fertig. Oh nein, wenn ich nicht schon nicht nur einen Gegner reinrennen würde, wäre das ja viel einfacher. Aber ich habe doch ein Leben bekommen. Da. Level fertig. Ja. Dann kann ich wieder meine Pizza reinbeißen. Als Erfolgserlebnis. Genau. 16 Punkte, unglaublich. Ich habe keine rote Münze, keine Blume erwischt. Lecker. Ebenfalls. So, Schloss. 14 Dick Punkte Puschels hast du? Festung. Was? 14 Punkte? Ja. Ich auch. Ich habe Angst vor den schwarzen Kettenhund. Der beißt die Boden kaputt. Ich mach mir jetzt eine Fliege. Ja. Das war dann nochmal. Oh, die Stelle. Au. Habt ihr das eben gesehen? Ich weiß es nicht, aber ich hab's gesehen. Das sieht ziemlich seltsam aus. Verfolgt mich nicht irgendein Kettenhundviech? Irgendwie. Doch. Oh. Yay. Mach gerade eine Stampfattacke auf eine Treppe, ich bin verrückt. Oh, hier gibt's auch einen Warping Glitch, aber den mache ich jetzt nicht. Aber das bringt hier nichts. Ich hätte den Warping Glitch hier ruhig machen können sogar. Warum? Weil das in den gleichen Level führt. Woher willst du das wissen? Ich hab schon ausprobiert, keine Sorge. Du warst noch nie in. Aha. Warum hab ich den Mittelpunkt genommen? Bin ich irre? Ist in der S-Version dann nicht nur ein Mittelpunkt? Wo? In diesem Level. Welchen? Im Schloss? Ja. Nö, sind ganz haufenweise. Ach so, gut, dann ist das doch nicht nur in der Game Advance Version. Dann ist es nicht so schön, dass ich den Mittelpunkt genommen habe. Wo bist du angefangen? Ich bin, glaube ich, oben links gegangen. Ich auch, Nachmacher. Na, ich war zuerst drin, also. Ja, und irgendwie kannst du trotzdem Nachmacher sein. Ist das nervig. Bist du auch bei dieser Stelle mit den Plattformen und musst da durch den Boden durch. Der ja. Nervt. Was ist zum... Ey, ich glitsche gerade meine Plattform kaputt. Mein Geld ist die endlos. Oh, ich hab den ersten Schlüssel. Da gibt's, glaube ich, 2 Schlüssel oder so. Was, 2? Nein, in jedem Bereich war einer. Was? Kann ich die Tür öffnen und wieder reingehen? Toll. Ich will wieder zurück, dankeschön. So, wohin gehe ich jetzt? Ich gehe nach oben rechts. Das müsste doch dieser Stachelkuppe. Nein, das sind blaue Spikes. Ich nehme jetzt erstmal Midway Point.
Nee, ich nehme ihn nicht.